Dann werden Sie durch diese Partie begleiten. Heute haben wir ein Spiel der Champions Playoffs für Sie daheim im Angebot. Die Terriers gegen die Royals. Nach dem Sieg im letzten Spiel ist klar, was heute das Ziel ist. Direkt der nächste Sieg hinterher. Schauen wir mal. Leicht wird diese Aufgabe ganz sicher nicht. Ja, Touré jetzt. Spielt zurück zu Modric. Da fangen Sie den Pass ab. Die Aufstellung der Terriers. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Virgil van Dijk spielt neben Sergio Ramos in der Abwehr. Luka Modric mit Yaya Touré im Mittelfeld. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. Klärt in Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Das ist die Aufstellung der Royals. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Ashraf Hakimi spielt mit Philipp Lahm in der Abwehr. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Kurz deine Einschätzung zu Kylian Mbappé. Was wird uns heute erwarten? Also mit dem Ball am Fuß, da gibt es nur wenige, die so viel drauf haben, die so zaubern können. Wenn dann noch Zielstrebigkeit dazukommt, dann wird es gefährlich, dann fallen auch die Tore. So, was machen Sie draus? Chance zur Führung. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen Sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Das macht er sehr gut. Modric. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Steilpass Modric. Da macht er zu, Donnarumma. So, jetzt die kurze Variante. Ball kommt in die Mitte. Aber dann verläuft dieser Angriff doch im Sande. Und nun Pogba. Dimitri Payet. Super Szene von Donnarumma. Payet. Da ist Courtois. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Modric. Vielleicht der Ausgleich. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Wir sehen die kurze Variante. Ah, das muss er besser lösen. Müsste Geld geben.
vorne der Ballgewinn. Modric. Am Ball Said Özdemir. Da ist Donnarumma da, macht sich lang. Kurz ausgeführt. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Payet. Payet kann es machen. Es sieht immer besser aus für sie. Sie machen das Tor. Jetzt beträgt die Führung 2 Tore. Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Immer wieder schaut er, wo ist die Lücke? Oh, Pfosten, aber der ist noch heiß. Der Angriff damit beendet. Pech, dass sie da nur das Aluminium treffen. Ja, da wollten sie es vielleicht sogar zu genau machen. Hereingabe. Seit Al-Owaira. Mondi. Chance für Al-Owaira. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Da ist das Tor. Sie verkürzen. Jetzt fehlt nur noch einer und ich glaube, da geht noch was. Stark, wie er sich da durchgesetzt hat und dann auch cool geblieben beim Abschluss. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Jetzt könnte die Chance entstehen. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich, was für eine Parade. Kurze Variante bei dieser Ecke. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Sie versuchen jetzt hier ein Stück weit die Zeit runterzuspielen. Was meinst du, Buschi? Naja, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Sie haben das Spiel im Griff und müssen einfach nicht mehr machen. Also kann man es ihnen nicht verübeln. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Und er behält hier die Übersicht und macht das Tor. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2-2. Fellow Mondi. Sergio Ramos. Vielleicht die Führung jetzt. Gehalten, Szene geht weiter. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Moise Kean. Da ist Modric. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause, gleich. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Da ist der Ball jetzt weg. Pass von Mbappé. Ganz gefährlich. Tor! Und jetzt liegen sie hier vorne. Was für eine Aufholjagd. Ist es wirklich zu fassen?
Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Die Terriers sind vorne. Wir machen weiter in diesem Spiel. Guter Pass. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Er macht ihn rein. Da war alles offen. Da haben sie ihn geradezu zum Toreschießen eingeladen. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Gareth Bale. Er passt auf. Und Alonso. Verlau Mondi. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Spielt rüber zur anderen Seite. Pass bleibt hängen. Die Terriers haben mehr vom Spiel, was den Ballbesitz angeht. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufangen. Im Augenblick haben sie den Ball nicht. Jetzt heißt es also erstmal hinten dicht machen. Klarer Fall, Ball ist im Aus, gibt Abstoß. Trent Alexander-Arnold. Kylian Mbappé-Lotin. Chance für Alouweira. Bah, das war richtig knapp. Guter Lupfer, da hat nicht viel gefehlt. Payet. Bale ist am Ball. Ja, vielversprechender Steilpass. Schöner, hoher Ball. Wartet im Moment. Ball geht an die Latte, da hat er Pech. Hat nicht viel gefehlt, war schon ein guter Versuch. Verlor Mondi. Jetzt könnte der Pass kommen. Said Alouweira. Alouweira. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Der kurze Eckball. Kylian Mbappé Lotin. Mbappé verliert den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Die Royals mit einem Angriff. Bale. Chance zum Anschlusstreffer. Mbappé. Gefährlicher Pass von Mbappé. Da macht er zu, Donnarumma. Da haben sie den Ball. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Sieht nicht gut aus bei ihm, sie werden wohl wechseln müssen.
So, die letzten 15 Minuten jetzt. Luka Modric. Am Ball Said Olweira. Super dazwischen gegangen. Da haben sie den Ball wieder. Alexander Arnold. Gefährlicher Steilpass. Ball kommt Kunz. Ja, toll gehalten. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Bale. Er hat die Chance. Da noch was. Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. 4-3 der Spielstand. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Gareth Bale. Das frühe Pressing jetzt. Jetzt gibt's Einwurf. Die Maria am Ball. Wird Einwurf geben. Die Maria. Jetzt James. Spielt den Ball in die Füße des Gegners. Und Alonso, das ist natürlich gut gespielt. Alexander Arnold, Modric, Mbappé, kein Problem, ganz sicher. Und nun Bale, geht da voll in diesen Zweikampf. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit, 2 Minuten sind es noch. Modric. Bale. Ist das hier die Entscheidung? Tor durch Mbappé.